Geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir reden jetzt über das Einzelhandelskonzept. Das ist ein Konzept, wo drin steht, was in den nächsten Jahren wo angesiedelt werden könnte oder auch nicht. Es ist jetzt nicht, was da drin steht, in Stein gemeißelt. Es ist auch nicht für irgendwelche Entscheidungen jetzt quasi letzte Entscheidung. Aber es ist natürlich eine wichtige Vorentscheidung, in welche Richtung es geht. Und ich bin sehr froh, dass ich hier zumindest schon mal, sage ich mal, erste Risse abzeichnen, die hin zu einer neuen Art zu denken führen. Gut, was ist denn hier der Stein des Anstoßes? In dem Einzelhandelskonzept ist jetzt ein Hypermarkt zwischen Bremer Straße und Hamburger Straße hineingekommen. Ein Hypermarkt ist ein sehr großer Supermarkt, aber nicht nur, dass er sehr groß ist, 8.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, so ein normaler Netto hat 800 bis 1.200. Es ist auch ein Markt, wo nicht nur Lebensmittel verkauft werden, sondern auch Kleidung oder Haushaltsgeräte, Fahrräder oder Gartenbedarf, also Töpfe, Teller, Tassen, also mehr oder weniger alles. Ich fahre dann mit meinem Auto hin, ich lade den richtig voll mit meinem Wocheneinkauf. Das heißt, ich gehe die Woche über nirgendwo anders mehr einkaufen. Und wo ich schon mal da bin, kaufe ich auch noch die anderen Sachen und gehe dann auch nicht in die Fachgeschäfte, ob jetzt in der Altstadt oder in den Stadtteilen. Und das ist das große Problem an einem Hypermarkt, denn es blutet die Stadtteile aus. Es blutet den Einzelhandel, und der müsste doch eigentlich irgendwie CDU und FDP nahestehen. Es blutet den Einzelhandel in den Ortsteilen aus. Gerade Friedrichstadt, Cotta ist da sehr betroffen, Löbtau auch. Das heißt also, wenn der Metzger könnte weggehen, die Apotheke kann weggehen, der Wollbedarf geht weg, der Spätshop geht weg und so weiter und so fort. Und dadurch müssen viel mehr Menschen mit dem Auto fahren, denn so ein Hypermarkt hat natürlich auch noch einen sehr großen Parkplatz. In diesem Fall sind momentan 800 Plätze angedacht. Es ist also ein Pull-Faktor, es ist ein Angebot hin zu autofixierten, autozentrierten Einkaufen. Es ist eine Schwächung des Einzelhandels in den Stadtteilen, und das ist an sich einfach eine Entwicklung, die wir a. nicht wollen können, und b. aber widerspricht sie den Beschlüssen und dem Willen des Stadtrates, der schon vorher gekommen ist. Ich finde es ja sehr interessant, dass die Freien Wähler haben eine sehr geschickte Strategie hier, auf das Pferd zu setzen. Denn klar, natürlich, der Stadtrat hat beschlossen, dass wir die Altstadt und den Einzelhandel in der Altstadt stärken wollen. Und da ist es natürlich vollkommen falsch, wenn man jetzt irgendwo in die Nähe der Altstadt in Zwischenortsteile einen Hypermarkt mit 800 Parkplätzen setzt. Es ist aber auch, jetzt, ich spreche hier übrigens als Pirat, nicht als Dissident, wir haben leichte Spannungen in der Fraktion, aber der Pirat kann ganz deutlich sagen, dass wir haben hier vor ungefähr einem halben Jahr beschlossen, und jetzt auch zuhören, alle, die angeblich linksprogressiv sind, und auch die CDU ist gemeint, wir haben hier beschlossen, dass wir bis 2035/40 klimaneutral werden wollen. Das haben wir hier beschlossen. Und wenn wir beschließen, dass wir in die Richtung gehen, dass wir weniger ausstoßen, dass wir weniger mit dem Auto fahren, dass wir mehr Angebote für Fahrrad und so weiter machen, dass wir die Stadtteile stärken, dass wir die Wege mehr zu Fuß zurücklegen, dann ist das die Richtung. Und wo wir mit einem Hypermarkt hingehen, ist genau da. Das heißt, es ist die völlig falsche Richtung, die wir mit dieser Sache einschlagen. Ja, wir haben gesagt, ah, wir machen uns auf den Weg, aber New York gehen wir halt in die andere Richtung. Und deswegen, meine Damen und Herren, kann man einen Hypermarkt in der Friedrichstadt genauso wie überall anders auch, und Herr Wirtz, es ist mir völlig egal, was das für eine Firma ist, einen Hypermarkt mit den Piraten, mit mir, wird nicht auf Zustimmung stoßen. Dankeschön.